Und hinterher. Oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Yo! Stani, dein neuer ST. Oh mein Gott! Boom! Hey Leute, Crimex hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wir werden heute 4 kriminelle YouTuber als Polizist jagen. Und heute mit dabei ist der kriminelle Amir. Ich bin kriminell und entkomme dir. Ja, das Orange passt auf jeden Fall gut zu deinem neuen Gefängnisanzug, wenn ich dich gefangen habe. Dann ist da doch der Rucksack Pupsig. Also als allererstes Rucksack und der wird dich vernichten. Dankeschön. Ah ja, okay, alles klar. Dann ist da noch wieder Stani mit dem Schwimmring. Für Fortnite. Alter, Stani hat nämlich ein illegales Tuning bei seinem Lambo gemacht und den werden wir rausziehen aus dem Straßenverkehr. Und dann ist da noch MBK. So, jetzt nimm deine Hände hoch, du bist verhaftet. Ich verhafte dich, hä? Du bist kein Korb, Ach so, Junge. Oh, ups. Leute, ihr wisst doch, wie das Ganze funktioniert. Die anderen YouTuber haben jetzt 2 Minuten Vorsprung. Dann müsst ihr mir einen Screenshot von eurer Location schicken und dann gnade euch Gott, dass ihr nicht von Officer Crimex gefangen werdet. Also viel Erfolg. Let's go. So, Leute, und falls ihr euch jetzt fragt, mit welchem Fahrzeug ich hier antreten werde, ich habe hier nämlich eine Auswahl aus 5 Polizeifahrzeugen und das Glücksrad wird jetzt entscheiden, welches der Polizeifahrzeuge ich verwenden darf, um die 4 YouTuber zu fangen. Oh, wir drehen das Glücksrad, Leute, und es ist die Nummer 1. Let's go. Oh mein Gott, Leute, das bedeutet, wir kriegen hier den OP BMW M8 Polizeiwagen. Junge, der ist richtig krank. Wir können hier die Sirene anmachen. Oh, Leute, ich glaube, heute haben die anderen YouTuber keine Chance. Ich darf nur meine Pistole verwenden und ich würde sagen, check, check, Officer Crimex ist im Einsatz. Okay, Freunde, ich habe mir vorgenommen, mich in einem Autohaus zu verstecken. Ich werde davon natürlich auch ein Bild machen. Oh, ich bin natürlich jetzt an der falschen Seite gefahren. Das passiert wieder natürlich nur mir. Aber hier können wir reinfahren, Freunde. Ist ein relativ bekanntes Autohaus. Habe ich schon öfters gerne mal GTA Online benutzt, wenn die Polizisten hinter mir sind. Und deswegen werde ich mir denken, hier werde ich ein Crimex einmal komplett hops nehmen. Er wird keine Chance haben gegen meinen OP-Porsche. Der hat sich mit dem falschen YouTuber angelegt. Ich sag mir so, wie es ist. Orange, ja, ich werde in den Knast kommen. Passt. Okay, sehen wir gleich, Max. Weil dich werde ich in den Ruhestand schicken, weil du mich niemals stoppen wirst. Ich werde oben irgendwo in Winewood mich verstecken. Ich glaube, das ist die beste Methode, die es gibt. Der Sinn ist es jetzt, dass ich mein Auto verstecke, ne? Dann weiß ich schon ein Versteck. Aber ich weiß nicht, ob ich ein normales Versteck nehmen muss, Leute. So, wir verstecken uns vor Max, ey. Die Frage ist nur natürlich, wo wir uns am besten verstecken. Und ich glaube, wir brauchen ein Dach, wo wir draufgehen, wo Max nicht draufkommt, Leute. Das wäre optimal. Ja, Leute, ich habe noch nichts Gutes gefunden. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich mich verstecken soll. Vielleicht hier wieder im Parkhaus und dann irgendwie auf so ein Haus jumpen oder so. Ich glaube, das wäre auch keine schlechte Idee. Mal gucken, wir fahren mal hier kurz einmal rein. Leute, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Das, was ich vorhabe, ist hier so hinfahren und dann vielleicht hier so ausweichen, wisst ihr? Dass man vielleicht so macht und dann zack und dann habe ich ihn nur ausgetrickst, Leute. Und er fällt vielleicht runter und dann kann ich hier hochfahren und dann einfach an der Seite wieder raus oder so. Ah, nein, nochmal. So, zack. Alter, das Auto ist voll schnell, Bro. Jetzt. Bleib stehen. Och, Mann. Weil das wäre natürlich eine Sache. Da muss er erstmal raufjumpen. Das muss er erstmal schaffen. Und wir verstecken uns da. Easy peasy wäre das auf jeden Fall. Deswegen geht's jetzt hier schnell mal hoch. So, und jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo wir den Jump am besten machen können. Und zwar hier. Boah, Bro, ich könnte da aufs Haus jumpen. Auf das rote Dach. Das wäre krass. Okay, wenn ich das schaffe. Boah! Oh mein Gott, nicht so weit. Nein, wir sind zu weit geflogen. Aber das wird ihm auch passieren. Und deswegen, ich werde es nochmal probieren, Leute. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wir werden es einmal nochmal probieren. Und noch ein Versuch. Zu kurz. Ey, ich schaffe es nicht mehr. Max fährt schon bald los, Leute. Ich bin gespannt, Leute. Lasst den Max gerne ein Like da, weil der wird heute heulen, weil ich ihn platt mache. Ich mache jetzt das Foto und dann geht's wieder rüber zu Max. Hä? Brawl Stars Lalo? Okay. So. Ah, ist das gut? Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, ich werde Max davon mal ein Screenshot schicken.
Komm schon, jetzt drauf. Einfach und fertig. Bitte, bitte, bitte bleib stehen. Oh, das gibt's nicht. Okay, ich darf auf jeden Fall nicht zu schnell sein und nicht zu langsam. So, langsam, langsam. Let's go, Leute. Let's go. Aber warte mal, kann er hier rüberfahren? Nee, das sollte er nicht schaffen, Leute. Geil, geil. Junge, ich bin hier so eklig versteckt. Ja, das wird richtig widerlich. Das wird ultra. Guck mal, jetzt mache ich hier auch noch ein ekliges Foto, Leute. So. Boah, der wird echt Schwierigkeiten haben, mich zu finden. Also, das wird... Ich glaube, wir haben richtig Baba versteckt. Endlich! Jawohl, Leute, wir sind gelandet, Leute. Und hier ist auch unser Versteck, Leute. Weil wenn Max von irgendwelcher Seite kommt, kann ich hier schön drumherum fahren. Alles ist easy. Und jetzt machen wir ein Foto sogar von hier. Okay, Leute, alle YouTuber haben jetzt ihre Screenshots geschickt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf Streif und natürlich wie immer erstmal mit einer Paulberger Limo. Ah, let's go! So, wir schauen als erstes mal beim guten alten Amir rein. Ihr kriegt jetzt natürlich wie immer den Screenshot eingeblendet. Ach, der eklige, Leute. Amir, der kleine eklige, chillt da in dem Parkhaus, wo er natürlich abhauen möchte. Ich weiß natürlich auch als absoluter GTA-OG, wo das Parkhaus sich befindet. Zumindest in etwa, Leute. Warte mal, wobei das ein bisschen schwieriger. Wo ist denn das Ding genau? Ah, welches? Ist das dieses eine rote? Ich glaube, das ist dieses eine rote da in der Nähe von Stani Performance. Wir werden da jetzt auf jeden Fall mal auf Streife fahren. Let's go, ab zu Amir. Also, wenn mich nicht alles täuscht, müsste es dieses rote Parkhaus sein. Man sieht auf dem Screenshot aber, es ist von der anderen Seite die Rampe. Ey, 100%, wenn ich da jetzt hochfahre, Leute, wird er direkt runterjumpen und abhauen wollen. Na gut, ich schleiche mich mal ein bisschen an. Ich habe jetzt extra mal die Sirene nicht angeschaltet. Hör ich ihn da oben schon? Ich bin mir nicht sicher. Oh, Leute, oh. Ey, ich glaube, Max kommt zu mir zuerst. Ich höre da, glaube ich, schon einen Motor. Ich höre da oben, glaube ich, schon ein Auto. Oh Gott, wie fahre ich hier so? Deswegen. Oh, Leute, der hat richtig Bock auf mich. Nein. Warte, wir müssen ihm am besten irgendwie mal den Weg abschneiden. Deswegen fahre ich hier mal hoch. Zack, zack, zack. Und er will wahrscheinlich jetzt auf der Seite hier direkt runterjumpen. Oh, oh. Er guckt sogar nach, ob du dich im Dinger versteckst oder so. Oh, oh. Oh, oh. Bist du ganz oben? Ja, ja, ja. Ich will so einen Mini-Jump machen, damit ich auf dem Dach lande. Ach, ja, Amir, Amir, Amir. Ja, was? Du kleiner, ekliger. Ach, guck mal, Leute. Guck mal, wie er da schon auf Position steht. Zugriff, LSPD! Ey, er macht da Hindernisse, yo! Hey, da war kein Hindernis. Ach so, da war die... Oh, oh mein Gott! Yo! Ey, Bro, du kleiner Ekliger. Du kleiner Ekliger. Oh mein Gott. Chillst also, da oben auf deinem Dach. Okay, okay. Anschießen kann ich dich trotzdem. Guck mal, das Problem ist, aufpassen, wenn er hochgeht und von oben schießt. Ja, ich guck gerade, ob ich den hier irgendwo erwischen kann von der Seite. Nee, nee. Okay, Amir, du kleiner Ekliger, versteckst dich also da oben. Ja, geile Posi, Bro. Ich hatte gleich eine Idee heute gehabt, Amir. Ich hatte gleich eine Idee. Ja? Ja, ich guck mal, ob ich ihn da noch anschießen kann irgendwo. Vielleicht kann ich dir jetzt zumindest schon mal einen Platten schießen. Nee, nee, das wird nichts, Max. Ich bin geschützt. Das Coole ist, da ist so ein Spitzdach noch in der Mitte so mäßig drauf und ich kann mich an den Wänden verstecken. Ja, ja, ja. Ey, Leute, wie er sich feiert. Wie er sich feiert, weil er... Ich hau noch Zeit raus! Ja, ja, feier dich ruhig, feier dich ruhig. Also das wird hier echt... Er schafft es nicht, er schafft es nicht. Das wird hier echt immer schlimmer. Oh, Jungs, wer auch immer ins Handy schaut, es macht Platz. Ich bin schon auf dem Weg. Nein! Nein! Ey, das gibt's doch nicht, Bro! Ey, das gibt's doch nicht! Ey, wisst ihr, was mir reicht jetzt? Wisst ihr, was mir reicht jetzt? Ich komme auch nicht runter. Also, das Problem ist, Max, drück mal ruhig F9 und guck dir das Dach an. Guck mal, wie ich guck mir dein ekliges Dach nicht an. Ich werde dich da. Bro, Amir, für die Aktion, du wirst heute auf jeden Fall nicht gewinnen. Du wirst heute zerstört werden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Alter. Max, es wird nicht das Letzte sein, was du tust, weil du wirst nichts tun können. Warte mal, ich muss da mal kurz an meinen Kofferraum was rausholen. So, Amir, ich habe da ein bisschen mir neue Polizeiausrüstung geholt. Ja, was denn? Oh, oh. Hey! Oh, explodiert da oben etwa was? Oh, oh. Digga, du schwarz den Fisch! Ja, Bro. Hey. Dann komm doch mal, komm doch runter von deinem Dach, wenn du Angst hast, hä? Mach langsam! Hey! Junge, hör auf, Bro, Max! Warte mal, die Leute, die pranken hier. Ich kenn die. Du hast die gleich, Max. Ich kenn die doch schon wieder. Du hast die gleich. Das ist jetzt nicht gerade passiert. Bro, ist er von dem Dach schon runter oder was? Ist er von dem Dach hier schon runter? Nein, Bro, du musst mal richtig gucken, Bro. Guck doch mal richtig, Max. Ach, Amir, ich weiß, dass du noch da oben irgendwo. Ach, Digga, komm mal, da hat er Angst. Da hat er auch schon Angst.
So, Amir, zack, jetzt hier Bro, Endstation. Amir, OP-Auto. Oh ja, Bro, aber der ist nicht so OP wie mein. Ich wär, oh Gott, okay, 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 okay. Bro, was hat der für ein... Alter, hä, wie schnell bist du? Das ist der OP-Porsche. Hä? Bro, du hast den falschen... Auto. Nein, ich bin im falschen orangen Auto hinterher. Nein. Ey, nein. Oh mein nein, Gott. Nein, nein. Ah, da ist er. Oh mein Gott, ja. Da ist er doch. Okay, jetzt reicht's. Amir macht mir schon zu viel Faxen. Amir macht mir wirklich schon zu... Alter, Bro, sein Porsche ist aber wirklich OP. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, oh mein Gott. Hinter dir. Ey, Bro, was hat er schon wieder für ein Auto, ey? Bro, nein! So heftig. Oh. Ah, verdammt. Ey, wartet. Ich ja, dachte, komm, komm hier. Wollen. Nee, 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 ich nee. Ich dachte, er wird mich rammen. Nee, nee, nee. Ich werde jetzt das Feuer ordentlich auf dich eröffnen. Oh. So. Oh, oh Amir so sieht nicht mehr so gut aus mit deinem Porsche. Oh. Oh. Oh, und wieder nächster Tschüss. Unfall. Oh, er hat wirklich einen krassen Porsche. Aber ist gut. Wenn wir Amir weg haben, ich glaube, dann haben wir mit einer den stärksten Gegner, was hier unsere Autos angeht. Oh, Leute, hier will er nochmal wegjumpen, aber so nicht, Junge! Officer Krabbit! Oh Gott, ey, der macht hier wirklich diese ganz... Der ist ein Psychopath. Das ist ein Psychopath, den muss man aus dem Straßenverkehr ziehen. Hast du überhaupt einen Führerschein, so wie du fährst? Ja, hab ich auf eBay gefunden! Oh mein Gott, 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 oh... Nein, nein, nein! Ja, 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 wichtig, wichtig, wichtiger Crash hier, wichtiger Crash. So schön umgedreht bleiben. Ah, bleib doch so, Amir, bleib doch so. Junge, er hat überall Platten, er hat überall Platten. Ja, aber das Problem ist, der Wagen ist so krass, er fährt halt trotzdem noch gut irgendwie. Nein. Und nächster ja. Crash, nächster Crash. Oh, oh. Will dein Auto nicht mal langsam anfangen zu brennen hier? Nein, nein, mein Auto ist... Ah, Leute, nicht mehr lang. Er hält nicht mehr lang durch, er hält nicht mehr lang durch. Ja, nein. Ja, hier hat er nochmal einen kleinen Jumper versucht. Schade, Amir. So, ich glaube, für Amir war es das hier, glaube ich, gewesen. Wobei ich sagen musste, also die Dachtaktik von Amir war schon echt gut. Die war wirklich, muss ich ihm lassen. Bro, ich schieße auf sein Auto die ganze Zeit. Jungs, mein Auto lässt sich kaum noch lenken, ne? Sag ich so, wie es ist. Bam, hier nochmal. Wow. Danke. Oh nein, 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 er hat auch noch einen Lucky kleinen, einen kleinen Lucky Flipper gemacht. Oh nein, er ist wieder auf meine Spur rüber. Oh. Jungs, das dauert echt lange, bis ich mich umdrehe. So, Amir, Ende. Jetzt reicht's mir. Ich werde jetzt auf Amir schießen. Ich habe die ganze Zeit nur auf dein Auto geschossen, werde jetzt auf dich schießen. Du hast jetzt die Chance. Ah, das Nein! Bam! Oh. Ich habe dir nur einen Headshot gerade gegeben, oder? Bist du gestorben? Was? Hä? Oder nein? Ach so, irgendjemand habe ich gerade einen Headshot gegeben. Nein, gut, aber sein Auto brennt. Sein Auto brennt, verliert schon Öl. Nicht mehr lange, Leute. Und zack, 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 zack. Digga, ey, bei mir sind alle Reifen down, Junge. Ich versuch mal... Okay, also, Amir, wie steht jetzt deine Chance? Der brennt ja nicht mehr. Bei mir, Bro, der brennt lichterloh. Der brennt lichterloh, Junge. Bro, oh. Aber man muss wirklich sagen, also der Porsche von Amir ist schon wirklich ein gutes Auto hier. Bro, dass das Ding immer noch rollt, hä? Er versucht es auszupusten. Das ist hier wirklich. Das ist hier wirklich Porsche Power. Hey, ist er aufgehört zu brennen! Oha, okay, das ist nicht gut. Das ist sehr gut. Bro, gib mir einfach einen Headshot jetzt. Ja, Bro, das ist gar nicht so einfach, jemandem einen Headshot zu geben. Oh, jetzt. Natürlich. Es brennt wieder das Auto. Ja, Digga. Ey, geh jetzt mal kaputt hier, Junge. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist halt trotzdem. Es ist halt trotzdem noch so eine kleine Grundangst, dass er es schafft abzuhauen, muss man halt sagen. Weil so ein kleiner Lucky Jumper. Oh, kriegst du überhaupt Schaden? Ich hasse, weiß ich auch nicht. Aber du triffst doch irgendwie nicht, Max, weil ich glaube, was, Bro, Amir hat God-Mode, hä? Nein! Kriegst du Schaden? Ich hab Hälfte Leben! Ah, okay, okay, dann kriegt er Schaden. Ich dachte schon, ich hab den doch safe schon getroffen. Ich war eben sogar einmal rot gewesen. Aua. Aua. So. Zack. Und. Hier, kriegst du mal einen kleinen Punch mit. Ach, ey, Amir, wirklich. Ich muss hier dieses Leiden langsam echt mal beenden, Bro. Amir, willst du dich jetzt freiwillig stellen oder? Nee, mein Auto fährt nicht mehr! Ah. Es fährt nicht mehr! Okay. Ja, okay. Verhaftet. Ja, ey! So, zack. Okay, den ersten haben wir jetzt hier schon mal eliminiert. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Screenshot. Ah, okay, Leute. Wo ist denn Russig-Pupsig? Ey, Bro. Russig. Warte, das Gebäude kenne ich doch von den guten alten Stadtsprüngen. Alles gut, Bro, alles gut. Wir machen uns so, mal auf vielleicht weg. Bin ich auch über die Stadt gesprungen. Ja, okay, okay. Alles klar, Leute. Das muss auf jeden Fall hier in der Ecke circa sein. Kennt man doch aus den Stadtsprüngen. Abfahrt, ab geht's zu Russig, Leute. Okay, Leute. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das hier in diesem
dieser Ecke sein. Man sieht auf dem Screenshot das Gebäude hier. Okay, okay, man sieht auch noch das Parkhaus. Das müsste eigentlich hier irgendwo sein. Ach, warte mal, guck mal hier. Das ist doch die Parkbox. Da oben ist Russik. Da oben ist Russik. Der kleine Eklige, da haut er schon wieder ab. Da will er doch schon wieder abhauen. Ist er hier runtergejumpt? Warte mal, er prankt mich, er prankt mich. Er hupt, okay? Soll ich abhauen? Ich glaube, er ist immer noch da oben auf dem Dach. Oh mein Gott, der Eklige. Du kleiner Na, ich schieß ihn an, ich schieß ihn an. Alles gut. Oh, geh runter vom Dach, Digga. Mich hat er nämlich auch eben fast erwischt. Er macht immer so, als würde er losfahren. Ich glaube, er will mich pranken. Er will mich hier schon wieder pranken. Oh mein Gott. Ich weiß, dass er noch oben auf dem Dach ist. Er ist noch nicht runtergejumpt. Digga, so ein kleiner... Also wirklich, Leute, die sind heute so am Pranken. Okay, okay, gut. Dann werde ich halt wieder, hier meine ein bisschen erweiterte Polizeiausrüstung einsetzen. Ah, gut. Okay, und da kommt er, da kommt er, da kommt er. So, okay, Russik. Den schnappen wir uns, Leute. Den schnappen wir uns für die Aktion schon wieder hier. Oh mein Gott. Man muss auch sagen, die YouTuber haben natürlich alle hier ziemliche OP-Autos. Ich werde jetzt gleich mal direkt das Feuer hier öffnen. Pistole auswählen und... Oh, 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 oh. Nein, oh mein Gott, Bro, er macht den Jumper des Grauens. Bro, das kannst du niemandem erzählen. Das kannst du niemandem erzählen. Ja, was passiert? Nein, 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 Leute, wo ist er denn? Da vorne sehe ich ihn, da vorne sehe ich ihn. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp, das war knapp, das war knapp. Ah, jetzt will er hier runterjumpen. Okay, 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 Russik, okay. Du willst hier, bist hier also der kleine Jumperhase, hä? Bist hier also der kleine Jumphase geworden. Ich muss ihn platten. Wir müssen ihn unbedingt platten schießen, Leute. Wir müssen ihn ausbremsen. Ich glaube, ich habe ihm sogar gerade schon platten geschossen. Ich bin weg, Jungs. Ich bin weg, Dale. Oh, sehr gut. Uff. Alles gut. Ich weiche ihm aus. Okay, okay. Er macht hier wirklich diese Drift-Action. Er macht hier die Drift-Action. Das sind doch die Manöver, die ich brauche, um ihn auszutricksen. So, und hinterher, 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 hinterher. Nein. Nein, Leute, wo ist er hin? Nein, wo ist er hin? Oh Gott, spinn ich? Hä, ist er hier irgendwo abgebogen oder was? Ich höre ihn. Nein, 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 nein. Hä, ist er hier abgebogen? Ey, das darf nicht wahr sein. Cool, er sucht mich einfach. Nein, Bro, hä? Ey, wo ist er hin? Oh, Mann. Ich bin einfach dran vorbeigefahren. Ey, nein, Leute. Oh. Ey, no way, no way, no way. Ich dachte, ich hätte ihn verloren. Ich dachte, ich hätte ihn verloren. Und da sehe ich ihn schon wieder rumflitzen. Oh mein Gott, deswegen, Leute. Man darf nie aufgeben, Man darf nie aufgeben. Ey, der fährt hier aber auch wirklich eklig, ne? Der fährt... Russik ist wirklich ein kleiner, ekliger Abhauer. Er ist wirklich so ein kleiner, ekliger Abhauer. Oh, er crasht. Aber er ist hier ein bisschen auf taktisch runtergekommen. Bro, das sind doch die Old Place. Da vorne sehe ich ihn. Schnell umdrehen, schnell umdrehen. Und hinterher... Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ich muss ihm jetzt mal echt hier platten. Hat er mal einen Platten oder so? Oh komm, wir müssen jetzt mal wirklich hier gute Treffer machen. Gute Treffer, gute Treffer. Nein, ich flieg viel zu weit, ich flieg viel zu weit. Digga, komm mal hier vorbei, flieg. Digga, du machst jedes Mal, Digga. Aber ey, dass der da hängen bleibt. Und schnell, 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 schnell. Ich hab gesehen, dass er hier gelandet ist. Ich weiß, dass er hier gelandet ist, Leute. Ist er auf der Tankstelle? Ist er auf der Tankstelle? Ey, Bro, ich hab gesehen, dass er auf jeden Fall irgendwie da runtergeflogen ist. Oder spinne ich jetzt? Oder spinne ich jetzt hier? Nein. Ich hupe ihn sogar an. Ich hupe ihn sogar an. Leute, ist er auf der Tankstelle oben drauf? Ein bisschen Cabrio aufmachen. Ich glaube, er ist auf der Tankstelle oben drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier wollte er sich verstecken. Hier wollte er sich verstecken. Aber so nicht, Junge. So nicht. Okay, so... Zack, hinterher, hinterher, hinterher. Ey, die Autos halten aber wirklich alle so viel aus. Und... Bop, 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 bop. Oh mein Gott. Nein, Bro, er geht wieder runter. Er geht runter, das darf... Bro, das kannst du keinem erzählen. Warte, ich muss da schnell runter. Er muss... Ey, Bro. Aber warte, Russik hat gerade irgendwas gesagt, er kommt nicht raus. Nee, er hat gesagt. Er hat gerade irgendwas. Max, ich wollte schon sagen, Cheese, Russik. Oh, oh. Aber er sagt, er kommt hier nicht raus. Und ich weiß, du bist hier gerade diese Brücke runtergefallen. Warte mal, ich wollte hier gerade schon sagen. Nee. Ich wollte hier gerade schon sagen, Chichi, Russik, aber wenn er hier feststeckt. Russik. Ciao, Bro. Nein. Auf Wiedersehen. Soll ich doch ehrenhaft an dir vorbei hupen? Doch, ich höre einen Hupen. Ja. Ich höre aber hupen. Ich bin weg schon, Bruder, über dir. Tschüss. Nein. Tschüss.
Also wirklich, dass du da in diese Autobahn runtergefallen bist. Bro, nein. Ich bin der Jump-Experte. Nein, Leute, Russik. Du weißt noch nicht. Ich fahre hier mal noch die Straße entlang. Aber Bro, ich glaube, das war's. Ich hab das perfekte Jump-Auto, Bro. Ey, das ist so frech. Das du ist weißt so gar frech. Nicht, wie nah du an mir eigentlich bist, Bro. Das du ist weißt so gar frech. Nicht, wie nah du an mir bist. Na gut, aber Leute, ich hab wirklich keinen Plan, wo er ist. Gut, Leute, Russik ist entkommen. Wir machen weiter mit dem nächsten. Wir schauen jetzt mal direkt rein. So, Leute, ihr kriegt jetzt hier mal den nächsten Screenshot von MBK eingeblendet und das erkenne ich doch direkt als GTA-OG. Das ist nämlich hier bei dem Supermarkt, Leute. Hier über der Maze Bank müsste das hier sein, beziehungsweise jetzt hier der Brawl Stars Laden und man sieht da auch schon dieses Schild und das ist auch genau dieses Werbeplakat. So, zack, da fahren wir mal hin. Ich höre noch eigentlich gar nichts. Und wenn mich nicht alles täuscht, Leute, müsste er hier sein. Ey, Bro. Der kommt durch. Oh mein Gott, okay, also MBK. Bro, sein Urus fliegt ja komplett. Was? Was war der? Leute, sein Urus fliegt ja komplett auseinander. Oh mein Gott. So, MBK, Endstation hier für dich. Leute, wir machen jetzt hier kurz. Also mit MBK mache ich jetzt hier kurz einen Prozess. Bam, Habe ich ihn gekillt? Nee, habe ich nicht. Zack, 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 zack. Schön ein bisschen draufschießen. So, da machen wir mal unsere Sirene auch mal an. Und da crasht er doch schon wieder. So, und hinterher, Leute. Ich versuche jetzt hier mal direkt ihm ein paar Sprudel alle Platten zu schießen. Und bam, 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 bam. Oh mein Gott, wie er crasht, Leute. Bro, was habe ich in Auto? Also man muss sagen, der Urus, der fliegt hier wirklich direkt in alle Teile auseinander. Du verlierst jetzt schon Öl, Bro. Und du brennst jetzt schon. Feuer, Leute. Also, boom! Oh mein Gott! Alter, MBK. Aber man muss auch sagen, Bro, dieser Urus, der ist ja direkt in alle Teile auseinandergefallen. Bro, also ich konnte nicht mal bremsen, ne? Alter. Das Ding hat keine Bremsen. Bro, also nein, das ist echt ein China-Urus gewesen hier. Ja, aber das Problem krass. War auch einfach, sein Versteck war schlecht, weil er war dann so eng. Ja, also das Versteck. Aber man muss auch sagen, MBK natürlich hier das erste Mal dabei gewesen. Der ist noch nicht so ein Tryhard-Schwitzer wie die anderen Jungs. Ja. Aber das heißt, MBK, du wurdest auch ausgeschalten. Du bist auch im Knast. Und das heißt, jetzt kommt. Kommen wir noch zur letzten Person. Und zwar zum guten alten Stani. Ja, wird auch mal Zeit, Bro. Ja. 60 Minuten hier, dass ich auch mal rankomme. Ah, wir gucken uns mal den Screenshot an, den Stani uns hier geschickt hat. Seht ihr jetzt hier eingeblendet? Aha, aha, okay. Na gut, Stani, dann wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich vor Gericht, Junge. Leute, der Screenshot, also der ist hier auf jeden Fall in der Nähe der Maze Bank, aber auch da bei dem Krankenhaus da unten. Also der müsste, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das auch hier, ich glaube, irgendwo hier in der Ecke ist dieses Krankenhaus. Wir fahren mal hier in die Ecke, Leute. Wir fahren da mal in den Bereich. Sirene an und let's go. Wir holen uns den letzten YouTuber. Wobei, man muss ja sagen, einen haben wir ja leider verloren. Russik hat es ja geschafft zu entkommen, der Paul Berger. Aber Stani wird uns nicht entkommen. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt in dem Bereich angekommen. Wir sehen da dieses Krankenhaus im Hintergrund und den Maze Bank Tower. Aber wir sehen das Krankenhaus aus einem anderen Winkel. Und zwar mehr aus diesem Winkel hier. Das ist, glaube ich, der Winkel. Ja, wir sehen da genau das Krankenhaus, dieses Baustellengebäude und Maze Bank Tower. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste eventuell das hier das Gebäudedach sein, wo Stani drauf ist. Okay, okay, okay. Jetzt natürlich nur die Frage, wie... Ey, er wird es genauso eklig wie Armin machen. Wie ist er überhaupt da hochgekommen? Ja, Stani, wie bist du überhaupt da hochgekommen? Ja, kann ich leider nicht sagen, Bro. Bro, er macht das doch safe über... Warte. Bro, er ist safe hier über dieses Parkhaus hier. Safe über das Parkhaus. Ja, das rote Dach, das muss das sein. Heute ist der Tag des Parkhauses, Bro. Ja, Bro. Tag der Parkhaus. Also wirklich einer von euch ekliger nach dem anderen, ey. Was sagst du, wer der ekelhafteste Parkhaus-Ding gab bisher? Also ich muss sagen, also Ami war schon krass eklig vom Ding her, mit dem Hausdach da. Ja, ja. So, ach guck mal, warte mal, wir gucken mal, wo Stani. Warte mal, und dann versteckt er sich da auch noch hinter der Klimaanlage. Also dahinter, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich nehme mal an, hinter der Klimaanlage, da wird er sein. Jetzt müssen wir natürlich erstmal noch den Jump hinkriegen. So. Nein, wird er eh nicht hinkriegen. Nein! Ach, Mann, ey. Oh mein Gott. So. Was sag ich, Jungs? Was sag ich? Ey, ist wirklich was eklig. Was sag ich? Wirklich eklig, Leute. Wir machen den Champ nochmal. Okay, Leute. Zweiter Versuch. Stani, LSPD, rauskommen! Nö! Oh, 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 oh. Oh Gott, okay, oh. Okay, das war's für dich. Das, okay. Ich bin weg, Bro, weg die. Tür auf! Tür auf! Ah, ja, schön. Direkt einen Platten geschossen. Sehr gut. Die Tür hat sich auseinandergenommen.
Die Tür hat dich auseinandergenommen. Stani, dein neuer STU. Oh mein Gott. Nein. So, bam, 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 bam. Oh mein Gott, hä? Was ist mit dem Auto los? Also Stani, ich muss sagen, von dir habe ich ein bisschen mehr erwartet hier. Hast du kein Schild aufgeladen auf dein Fortnite-Auto? Bro, bist du der? Also man muss ja sagen, Stani hier auf einem Level mit MBK oder was? Ja, du hast ein E-Auto, Bro. Bro, guck dir mal dein STO an. Also für dich ist heute, glaube ich, hier Endstation. Bro, kann das Ding überhaupt noch fahren? Ich kann nicht mehr fahren. Warte, komm mal, ich stupp dich hier sogar noch mal ein bisschen an. Bro, ich kann nicht mehr fahren. Stani, hau doch bitte ab! Bro, ja, Max, freut sich, dass er so Hau doch bitte ab von mir! Ja. Oh mein Gott! Stani! Stani, er zieht durch! Er zieht durch, Leute! Stani, du schaffst das! Stani, du schaffst das! Wenn er weiter so durchschießt, gleich alles in dichten Nebel gehüllt! Leute, sollen wir das hier? Komm, ich schieß einfach drauf, bis er, du hast jetzt noch die Chance abzuhauen. Also, Stani, gibst du auf, ja, oder Bro, probierst du es immer noch? Ja, das geht nicht, dass ich da nicht bin. Ich muss wirklich sagen, ich genieße es. Guck mal, warte mal, ich gebe ihm jetzt mal noch so einen kleinen Powerpunch. Oh, okay, ausgewichen. Bro, ich kann nicht mehr lenken, also ich kann nicht ausweichen, Bro. Na gut, komm, dann schießen wir mal hier noch ein bisschen aufs Auto drauf. Also das Ding lässt sich ja wirklich gar nicht mehr fahren. Ich sag ehrlich, Dani, an sich gute Taktik gewesen. Und da geht's in Feuer auf. Aber die Tür, man muss sagen, die Tür hat dich wahrscheinlich leider hops genommen. Die Tür hat ihn leider hops genommen. Einmal gerammt, war es direkt kaputt gewesen. Das ja, das ist leider, also ich muss sagen, Omid hat dir leider keine Panzerung mitverkauft. So, und so, Endo, Stani, du bist jetzt auch verhaftet, Junge. Mano. So, Leute, damit würde ich sagen, wir haben einfach mal 3 von 4 YouTubern gefangen. Russik hat es geschafft zu entkommen. Der ist abgehauen, das heißt, Russik, du kriegst 1000 Euro. Warum ziehst du meine Klamotten aus? Was machst du da? Leute, das war's gewesen. Bis dahin, haut da rein, Leute, euer Crybaby. Tschüss.